packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Final, Hergiswil, Krieseren, 13 zu 17. Gelenkt hat es nicht, aber Überraschungen hat es gegeben. Manchen Kampf hat gedreht, ist nicht so rausgekommen, wie er denkt für Krieseren, wie für Hergiswil. Doch das Pausenresultat von 8 zu 7 ist für Hergiswil überraschend gut ausgefallen. Kehrt hat es dann in der zweiten Halbzeit, wo Krieseren aus Hergiswiler Sicht mindestens einmal zu viel gewonnen hat. Was nach Plan und was aus dem Ruder gelaufen ist, der Blick auf die einzelnen Kämpfe zeigt es. Für Hergiswil gar nicht nach Wunsch, der erste Kampf Pascal Jungo Urs Wild 0 zu 6. Der Johnny? Ja, das schon weiss, ist der Pascal ist nicht mehr Jungfrau, er ist 40 Jahre alt, aber sehr gute Erfahrung, guter Ringer. Aber leider heute für Kraft ist nicht genug für seine Punkte machen oder für seine Quote, aber sehr gut gekämpft. Der Krisentrainer, der Hugo Dietsche, durchaus zufrieden mit dem Start. Ja, super Leistung vom Urs. Mit der 0 ist immer sehr schwierig, ist optimal gewesen. Akos Koriza, Philipp Hutter. Der Kampf ist immer 50-50 von Anfang an. Beide pushen gut. Aber der Philipp hat bis zum Schluss nie aufgegeben und am Schluss die entscheidenden Werte gemacht und den Sieg eingefahren. Akos Koriza gegen Philipp Hutter, 4 zu 5, wieder ganz knapp. Er hat irgendetwas am Arm. Das ist klar, für Akos schon relativ gut beginnen. Aber leider für die zweite Halbzeit dreimal muss für Passivität Punkte abgeben. Sagen muss, ich so aussehen, wenn man ein bisschen mehr kämpft. Nachher vielleicht habe ich Chancen nur zweimal abgeben für Punkte. Und dann schon haben Möglichkeiten für gewinnen. Und dort auch schon für den Punkt, das ist schon klar. Thomas Wiesler, Gabor Molnar. 5 zu 1 hätte man nicht erwartet, jetzt aber positiv für Hergiswil. Ja, das ist schon klar, für Anfang ist sehr gut gelaufen. Für Boden schon Wiesn verteidigen für Wiesler Thomas. Nachher für Zeit ist immer mehr müde für Gabor. Und das schon nützen für Thomas. Sehr gut gekämpft und 5 zu 1 gewinnt. Schon verdient 5 zu 1 gewinnt. Das ist eine positive Überraschung für Hergiswil Seite für heute Abend. Der Thomas Wiesler gegen Gabor Molnar. Also haben wir natürlich einen Sieg kalkuliert, weil in der Vorrunde hat Gabor deutlich gewonnen mit dem Thomas. Damals hat sich Thomas gut gerungen, hat sich gut eingestellt. Der Gabor ist nicht so auf die Tour gekommen. Das war die überraschende Niederlage für uns. Der Martin Zuppiger, Jürg Hutter, 9 zu 0. Ein zu 0 hätte er nicht wollen, aber was habt ihr gedacht? Da haben wir die Lohnpunkte einkalkuliert. Ein 3-1 hätte ich leben können. Ein 3-0 ist, ja, haben wir nicht einkalkuliert. Was hat es denn eben ausgemacht? Ja, die kleinen Punkte sind am Schluss einfach entscheidend.
Nächster Kampf, war das auch eine positive Überraschung, Martin Suppiger, Jürg Hutter, 9:0. Martin ist gleich wie ein guter Wein. Älter geworden, immer besser geworden. Taktisch ist sehr klug, Punkt nicht abgeben und machen für seinen Kampf, wie abgemacht, eine sehr gute Leistung gemacht. Marco Hodel, Marc Dietsche habt ihr gewonnen, zuerst 4:0, dann 4:3. Das ist klar, das muss weiss. Für Vorrunde ist für Marco 8:2 verloren für Marc. Und das ist eine sehr große Überraschung. Nachher eine 2:1 Mannschaftspunkt für Kriessen, 2:1 für Hergiswil. Das ist ein sehr guter Kampf für uns. Okay, noch Marco Hodel gegen Marc Dietsche. 3:4. Ja, es war ein knapper Kampf. Der Marc hat die Saison schon zweimal gewonnen. Wir haben eigentlich einen knappen Sieg kalkuliert. Aber er hat einen kleinen Vierer abgegeben am Anfang. Und dann ist es immer schwierig, den Punkt nachzurennen. Und am Schluss ist es nicht mehr ganz gelangt. Ja. Einplan Thomas Suppiger, Damian Dietsche. So eine knappe Niederlage. Hätte er vielleicht nicht gedacht? Nein, der Super hat Thomas sehr starke Leistung gebracht bis jetzt in der Saison. Er hat praktisch alle geschultert oder auspunktet. Hat 4:1 ziemlich hoch gewonnen. Und Damian ist da. Ist eine gute Einstellung gewesen, hat super Gas gegeben und 2:1 ist schon super gewesen. Hat sogar der Thomas Suppiger mal müssen mit einem Rückstand wieder hinten nachrennen? Ja, ist mal eine neue Situation. Und es ist nicht so einfach, wenn man in den Rückstand kommt, das Platz zu kehren. Dann Thomas Suppiger gegen Marc Dietsche. Ist es nach Plan gelaufen? Er kam zuerst in Rückstand, dann musste er aufholen. 7:3 dann am Schluss. Das ist klar, dass er nicht planen für Rückstand gehen. Das ist leider schon wieder passiert für Hüfter. Vorkommt für Kriessen aussen, aber nachher holt für Suppiger Thomas, aber leider für Ende nicht lange für 3:1, 2:1, aber sehr gute Leistung. Wenn man weiß, letzte Woche für 80 Kilo, vorletzte Woche für 130 Kilo, der 86 Kilo und das schon merken für seinen Körper. Ja, anstrengend. Dann Martin Grüter gegen Sergei Sirenko, 2:0, 8:0, ein Punkt wäre schwierig gewesen. Es ist ganz schwer. Sirenko ist sehr gut gerungen, aber das ist auch, unser Ziel ist das, nicht 4:0 verloren. Wir haben die Möglichkeit, vielleicht bringen einen Punkt, aber leider das nicht klappt. Und so gewinnt für Sergei für 3:0 die Mannschaft. Punkt. Der Martin Grüter gegen Sergei Sirenko, Note so 8. Haben das so gerade Note gerechnet? Ja gut, der Sergei hat die Klasse zum 2:0 ringen. Er macht seine Punkte am Boden. Er steht gut, er kann gut Druck machen. Aber es ist immer schwierig zu null ringen. Aber es war optimal. Und Benno Jungo, Tobias Petscher, 3:2. Ja, das war ein super Kampf von Tobias. Vorgabe war, den Punkt zu machen. Er hat nicht viel zulassen und kurz vor Schluss den Punkt gemacht. Das war super. Benno Jungo, Tobias Petscher, wieder gut für Hergiswil, 3:2. Das erste 5 Minuten, 50 Sekunden oder 45 Sekunden super Leistung gezeigt für Benno. Aber leider letzte 15 Sekunden Punkt abgeben, weil zu mir ist so aussehen, nicht unbedingt nötig sind. Und da fährt auch schon ein Mannschaftspunkt. Istvan Dencik, Steven Graf, 5:0. Das ist genau gleich passiert, vorher kommt, letzte 10 Sekunden noch 2 Punkte abgeben, dann sofort ein Mannschaftspunkt weg. Das ist 3:0, schon möglich für 2:0 oder 2:1 gerungen. Istvan Dencik gegen Steven Graf, 5:0. Ja, optimal. 9 zulassen, 5 Punkte gemacht, super gewesen. Haben wir so erwartet, so hoch? Nein, haben wir so nicht erwartet. Auch 3:0 für die Mannschaft. Patrick Stadugmann gegen Roman Petschard. Das ist eigentlich auch gut gelaufen, also über erwarten gut. Gut, der Roman hat Patrick schon mal gewonnen diese Saison.
Es ist natürlich ein taktischer Kampf zum Schluss. Uns längt der 3-1. Uns längt der Punkt. Man kann den Kampf verlieren. Dann gibt es einen ganz anderen Kampf. Aber Ramon hat den Kampf sogar gewonnen, hat sich gut eingestellt, hat Gas gegeben. Das war super. Dann Patrick Stadelmann, Roman Betschart. Das ist klar, dort war der letzte Kampf, ist der halbe 3-Punkte Vorsprung für Kiessen. Dort gesagt für Patrick, probieren für Shooter Sieg machen oder mehr riskieren, verstehst du? Und das schon sehen für Kampf. Wir haben so 2-1 verloren, aber er hat alles probiert, aber leider nicht geklappt. Wegen nachher, wenn verloren ist, egal, für 2 Punkte oder 3 Punkte, wegen sagen, das ist ein anderer Stil wie Halbfinal. Da nicht zusammenzählen, da zählt nur für Sieg. Jubeln seine Fans nächstes Mal alle so? Hugo Dietsche gefragt nach der Krise eine Chance zum Siegen, der daheim. Jetzt wissen ja, vielleicht Hergiswil auswärts, vielleicht tendenziell eher stärker. Wie denken, wie geht es aus? Ja gut, ja. Für mich sind wir 50-50 vor dem Start. Wir sind 50-50 sind Chancen vor dem heutigen Kampf. So sind Chancen auch im Heimkampf und die Tagesform wird entscheiden. Und die Hergiswil-Fans können sie jubeln nächste Woche. Wie sieht Gianni die Chancen von seiner Mannschaft bei der Aufstellung? Aufstellung her ist schon weiss, für Vorrunde ist Kriessen stärker, aber so aussehen für Rückrunde normal ist stärker für Hergiswil. Aber das, ich hoffe, es nächste Woche für unsere Mannschaft zeigen. Die psychologische Wirkung dann in Kriessen ist auch schwierig, oder? Das muss ehrlich sagen, das schon manchmal passiert, schon das dritte Mal zusammen mit Kriessen für Final und schon zweimal auswärts gewonnen gegen für Kriessen. Das ist eine machbare Sache. Aber alles muss 120% Leistung bringen. Wir drücken Daumen. Danke vielmals, Gianni. Weil beim Kampf nächste Woche geht es ums Ganze. Wer noch mehr Fakten und Einschätzungen will, schaut am besten die Prognose von Gianni, auch zum Duell Willisau-Freiamt. Demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.